ORF-Fernsehfilm-Staatsoperette von Otto M. Zikan und Franz Nowotny sorgte 1977 für einen handfesten Eklat in Politik und Kirche. 39 Jahre später zeigen die Neue Oper Wien und die Bregenzer Festspiele jetzt erstmals die Bühnenfassung der Staatsoperette. Lange Zeit blieb die österreichische Geschichte der Zwischenkriegszeit unaufgearbeitet. Der Austrofaschismus wurde tabuisiert. Das Musiktheaterstück beleuchtet die Rolle von Politik und Kirche in der Ersten Republik, verpackt in Operettenseligkeit mit Tiefgang. Die Staatsoperette hat ein verschüttetes Thema der österreichischen Zeitgeschichte, sehr satirisch, sehr akzentuiert, wieder ins Bewusstsein gebracht. Also die heftigen Auseinandersetzungen zwischen den politischen Lagern der Zwischenkriegszeit vor 1933. Und hat das auch, eben wie es auch ein Kunstwerk und eine Satire machen soll, deutlich überzogen und überhöht. Wir konnten nicht anders. Kommste! Ich verkünde ich den Tod des Parlaments. Die nun erstmals gezeigte Bühnenfassung der Polizatire ist eine musikalisch-szenische Überarbeitung und Vervollständigung der Fernsehoperette aus dem Jahre 1977. Sie stammt von der Wiener Librettistin Irene Suchy und dem Komponisten Michael Mautner. Der Kunstskandal von damals wurde als vervollständigte Bühnenfassung in diesem Sommer unter dem Titel Staatsoperette – Die Austro-Tragödie bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt. Ab 13. September ist das Stück im Wiener Theater Akzent zu sehen. Die TV-Produktion habe ich komplett ausgeblendet. Ich habe mir das einmal angeschaut oder zweimal und dann war es das für mich, dass wir haben eigentlich bei null angefangen. Ich glaube, so ist auch Irene Suchy und der Michael Mautner, die das Libretto für diese neue Version gemacht haben, haben auch bei null gestartet. Die haben aus allen Vorlagen, die es gegeben hat, aus allen Fassungen, die es gegeben hat. Zikan wollte ja immer eine Bühnenfassung machen, das ist aber nie zustande gekommen. Und aus all diesen Materialien haben die von null auf ein ganz neues Libretto erstellt. Und das war für mich die Grundlage, die mit dem Film eigentlich nichts zu tun hatte. Die Staatsoperette heute auf die Bühne zu bringen, bedeutete für das Produktionsteam eine Überarbeitung der Fernsehfassung. Die Librettistin wollte vor allem auch die Rolle der Frauen in der Zwischenkriegszeit einarbeiten. Das eine ist der Mensch, der hinter dieser politischen Fassade steht. Das ist eben der Darsteller selbst. Die haben auch das gleiche Kostüm wie die Figur teilweise. Und die Puppe davor, das ist quasi dieser ganze Führermythos, das ganze Ideal, das dieser Mensch in seine Figur hineinlegt.